Leute, was geht ab? Rami hat mich jetzt richtig hochgenommen, jetzt bin ich dran. Ich mach's aber nicht an Rami, sondern an meine Mama und mein Papa. Die sind gerade in der Stube. Vor 5 Minuten war mein Vater jetzt erstmal richtig kaputt gelacht, weil ich hier einfach... Dieses Zimmer ist das von meiner verstorbenen Oma, das Zimmer. Und die war damals hier drinnen gewohnt. Und es kommt bei ihm immer bildlich hier hoch, weil sie immer hier war, wenn sie Schmerzen hatte. Und ich leide hier drinnen die ganze Zeit. Und so. Und er kommt halt hier rein und lacht sich immer kaputt, ne? Auf jeden Fall, Leute, ich will jetzt pranken, indem ich jetzt sage, ich falle von den Treppen runter und ich will einfach nur die Reaktion sehen. Ich hoffe, er lacht nicht. Ich hoffe, er lacht nicht. Und seid gespannt. Bis gleich. Eva! Ich bleib hier die ganze Zeit. Ich bleib, du, das gehört, dieser Prank-Prank gehört dir. So, Leute, er lässt sich jetzt fallen. Hey, Ram. Nein. Doch, doch. Nein. Er traut sich nicht. Pussy. Zieh durch, leg dich auf Boden. Sag Rami. Ja, na los. Leute. Er hat eine Knie-OP. Er hat Kreuzbandriss. Rami. Ja. Meine Haare machen. Aber wie kennst du das? Guck mal, was ist das? Zigarette! Wie hast du das gemacht? Du hast gerade schon alles. Was ist daran lustig? Ja, ich zeig dich jetzt. Also ich hatte, Leute, der ist nur am Lachen. Das hat ihn nicht interessiert. Das hat ihn gar nicht interessiert. Elefantenbaby. Ja, denkst du, weißt du, ich mache jetzt... Und Hago, was echt passiert? Und dann? Ich hab dir gesagt, leg dich hin in Ruhe, mach so. Mit dem Schrauben, er wirft sich so hin, ja, er wirft sich so hin. Kerl. Hugo, leg dich normal hin, ja. Lass dich schön, ja. Lass dich einen Daumen nach oben für neue, mehrere Pranks. So, auf jeden Fall, Leute. Ich hätte niemals gedacht, dass mein Vater so lacht. 5 Minuten vorher hat er hier im Zimmer sich kaputt gelacht. Dann dachte ich, okay, diesmal, wenn er das mache, der kümmert sich um mich. Der hat noch mehr gelacht als vorher. Das auf jeden Fall. Der lacht gerade wieder.
Wir lachen gerade noch über. Lasst auf jeden Fall ein Like nach oben. Kommentiert auf jeden Fall, Leute. Kommentiert wirklich, wenn euch das gefallen hat. Ich weiß, man macht keine Scherze, aber das musste sein. Meine Mama und Papa kümmern sich die ganze Zeit um mich und ich dachte, was machen die heute? Heute ist ganz Gegenteil. Haut rein, ist Bescheid. Skidababab.